So, Freunde, weiter geht's. Genau. Hier hinten muss ich noch rein. Kompletto. Oh, diese riesen Pflanzen, ey. Mann, 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 der hat mich überrascht. So, jetzt bin ich wieder da. So, was haben wir denn hier noch alles? Ja, obwohl, ob das bis nach oben reicht? Ja, doch. Ich glaube, jetzt in den ersten Abschnitt habe ich alles. Glaube ich. Ja, 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 nee, nee, nee. Nee. Na, dann eben nicht. Dann gucke ich gleich nochmal hier unten. War ich hier schon? Ja, genau. Ah, verdammt. Hinter mir, keine Ausdauer. Holy moly. Okay, sichere Landung geschafft. Ich muss doch vorsichtiger spielen. Voll in die Grube gerannt. Aber hier war noch ein Gegner. Es gab doch drei. Mich nicht noch. Hatte mich nicht noch ein Flieger angegriffen? Nee. Dann fliege ich mal hier durch. Ah ja, okay, das ist der Weg einfach nur zurück. Alles klar. Oh. Höher, höher, höher. Komm, komm, komm. Natürlich. Das ist ja witzig. Hahaha. Jetzt geht's los. Na komm, zu Papa.
Ah, hier ist so ein Ding, das Klärchen. Mist. Nebulas Nano-Schwarm ist noch nicht voll. Wenn die jetzt alle mit einmal kommen, muss ich vielleicht mal eine Elementargranate schmeißen. Aber zuerst schaue ich mich noch kurz um. Ah, guck mal, hier geht's. Ah, da komme ich dann raus. Alles klar. Ich muss meinen Überladen, meinen Stoßdämpfer aufladen auf jeden Fall. So, was nehme ich denn? Nee, ich nehme... Hatte ich was... Gab's Mod-Ladezeit? Gesundheit... Jawohl. Jetzt am Ende. Am Anfang war es gut, aber jetzt am Ende wieder nur gefühlt von 5 Treffern einen kritisch gehabt. Mehr Crit-Chance zu bekommen? Oder ich erhöhe die Wirkgeschwindigkeit oder... Macht auch keinen Sinn. Ja, mit den Elementarschaden. Das ist vielleicht schon nicht so dumm. Ruhepause des Astrophaten? Alter, ihr war schon 30 Mal. Nie gesehen. Na, jetzt lügst du aber. Da war ich doch schon 5000 Mal. So, da sind wir zurück. Der Dungeon. Easy Boss halt. Meine Ausrüstung ein bisschen angepasst. Kombination aus Abklingzeit und Mod-Erholung. Eigentlich mache ich nur mit Mod und Fähigkeiten Schaden. Jetzt habe ich aber auch den Elektroring mit drin. Mit der primären Überfluss-Mod. Auch mit der Thompson-Maschinenpistole extrem gut. Häufig schwanke ich zwischen Maschinenpistole und Knochensäge, der LMG. Aber ich mag einfach das Überhitzen nicht. Ich lade lieber nach, als ständig unterbrochen zu werden. Weil ich nicht auf diese kleinen Überhitzungsbalken achte. Mit dem Überhitzungsbild mal die Knochensäge spielen, wäre bestimmt auch mal gar nicht so schlecht. So, jetzt sind wir also wieder hier. Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht eine KI oder so. Stoßdämpfer ist noch aufgeladen für die Axt. Sehr gut. Hup. Ich muss dran denken, immer unter die Fahrstühle zu gucken. Das sieht nicht gut aus. Oh. Bam! Also ich habe das Gefühl, ich mache so viel mehr Schaden mit meiner Primärwaffe, was schon mal wichtig ist. Als mit den Sandstrahler. Ah, okay, hier bin ich wieder raus. Ja. So, dann bleibt ja erstmal nur noch ein Weg. Und zwar da lang oder da lang. Okay, da geht es definitiv nicht lang. Oder? Testen wir... Oh, da komme ich hin. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Werden wir sehen, werden wir sehen. Hier kann ich wieder zurückfliegen. Oh. Ruhe.
Lass es regnen. Ja, mit Regen und Blitzschaden. Der Papp haut rein. So, verwitterte Nekropole. Aha. Also oben ging es nicht mehr weiter an der Tür. Es war nur eine Aussichtsplattform, die andere Abzweigung. Und da steht er wieder. Ist irgendwas Wichtiges zu sagen? Geh nicht zum zentralen Turm. Okay. Geh nicht zum zentralen Turm. Okay, geh zum zentralen Turm, habe ich verstanden. So, wo können wir denn hin hier unten? Überall. Alright. Dann klapper ich erstmal die Ebene ab. Sie kommen. Da ist er wieder. Guck mal, ob er mich sieht überhaupt im Wohngras. Aha. Easy. So, hier kann ich nichts aktivieren. Noch einer. Okay. Da ist er, hops. Ich gehe erstmal am Außenrand lang. Weil ich dann von oben vielleicht runterspringe. Mal gucken. Wieder ein wahnsinnig großes Gebiet hier. Jetzt geht's los. Okay. Ja, das ist vielleicht der Nachteil von der Primärwaffe, wenn ich keine Mod-Energie habe. Ich allerdings immer mit Elementarschaden wiederherstelle. Ist vielleicht die doch nicht so schlecht. Weil sie immer Elementarschaden macht und somit immer Mod-Energie aufbaut. Mal gucken. So, also hier kann ich fliegen, fliegen, fliegen. Komme ich denn jetzt hier überhaupt noch runterwärts? Könnte ich bestimmt einfach landen. Okay, da ist gar nichts. Nur eine kleine Plattform mit einer Drohne. So, wo will ich denn jetzt hin? Sieht schon cool aus. Okay, unter uns ist auf jeden Fall wieder ein Gebiet. Ich würde sagen, wir gehen einfach eine Etage tiefer. Und das heißt erstmal dahin. Oder? Ah, wieder so ein Netz. Okay, gehen wir es an. Ach ja, ich finde, sie könnten... Obwohl, das ist ja eigentlich das Relikt, ne? Sowas wie Paragon-Level von Diablo. Da geht's gar nicht rein. Da ist noch eine Kiste. Sehen wir auf der Minimap. So, und da geht's auch noch lang.
Okay, das war's schon. Kein Ding. Immer nur die Ränder abgucken. So, weiter fliegen oder... Nö, da hinten lang. Das macht doch mehr Sinn. Nebula schon wieder aufgeladen. Wunderbar. Harmonisierer macht sein Ding auf der Primärwaffe. Ab ins nächste Dungeon. Loch in der Wand. Aber wie immer unter dem Fahrstuhl gucken. Gerade in Dungeons könnte da was liegen. Aha. Großartig. Oh, hallo. Mach dein Ding, Nebula. Feine Nanoroboter, schön, mach dir das. Wupp. Das kam unerwartet. Wow, die Muni geht echt schnell, ja. Ey. Ich nehme mich noch mit. Primärmunition, dankeschön. Okay, da geht's also auch noch weiter. Und da, holy shit. Okay, gehen wir erstmal innen lang. Ach, ich mag Remnant. Ich würde zwar nicht als Triple A bezeichnen, aber Double A Plus. Double A Plus trifft schon auf Remnant zu, 100%. Ein schönes Nischen-Game. Ja, Blitz, wenn er trifft, dann trifft er. Hatte ich eigentlich noch? Ja, habe ich noch. Okay. Holy moly, ey, ich weiß nicht, wohin ich zuerst soll. Und dann vergisst du wieder irgendwas. Da war ich auch noch nicht. Ah, okay, wenn ich da rausgehe, da ist das die Brücke, die ich rechts gesehen habe. Stern. Ja. Könnte ich da rüber, alles klar. Aber da ist ja schon wieder ein Tor. Das heißt schon wieder ein anderes Gebiet. Das heißt, ich hole mir erst wieder den Teleportpunkt in dem Dungeon, / neuen Gebiet. Und dann mache ich das hier erst zu Ende. So habe ich es früher gemacht, so werde ich es weiterhin tun. Weil sonst vergesse ich einfach alle Abzweigungen, die hinter mir liegen. Wenn ich die, die mir als erstes auffallen, nicht zuerst abklappere. Okay, da ist ein normaler Thronpunkt. Alright. Moment, Agrarsektor. Mann, ich sehe so nicht, ob da was unten drunter ist, wenn du drauf stehst. Okay, hier war... wieder eine geheime Boss-Area, oder was? Ja. Los! Es gab keine unsichtbaren Wände, ne?
wie der Eingang zum Boss von der Waffe Nebula, die wir gerade tragen. Muss erst eine Tür öffnen. Okay. Ah, ein Shortcut oder was? Nice. Nice. Ah, hier war die übelst lange Memo an mich selbst von den Entwickler von dem Roboter, dem wir noch die Teile bringen müssen. Der war aber nicht mehr da, wo wir ihn zuerst getroffen haben. Leider. Also zurück. So, da sind wir also wieder. Jetzt habe ich hier zwei Drohnenspots und oben die Brücke. Stürze ich mich ins Unbekannte. Ah, da ist er wieder. Warte, wir quatschen gleich. Eine Sekunde bitte. 100 Planeten und 1000 Monde sind an einem Nachmittag vorbeigezogen. Warte, jetzt so. Ich muss weiter herumstreifen. Ich werde woanders sein, wenn du zurückkommst. Was mit den Teilen? Die muss ich dir... Ich will die Erde sehen. Ich muss weiter herumstreifen. Okay, also kann ich dir das wahrscheinlich erst geben, wenn ich alle Teile zusammen habe, oder? Die Kometen zischen wie das Firmament. Ah, die Brücke ist sogar zerstört. Okay, da ist er wieder. Da war ich also schon. Also könnte ich hier auf der Brücke landen, oder was? Oh, ich kann sogar da oben rein. Okay, also gehe ich vielleicht erst von ganz oben nach unten. Gehe ich erstmal dahin, weil da war ich ja noch nicht. Genau, wir sind von da als erstes runtergeflogen. Hier war das Ding. Kann ich nochmal hier hingucken, ob ich hier was verpasst habe. Da vorne war ja... Nicht nerven. Da ist ja Typensinn. Hier haben wir noch das. Moment, Moment, Moment. So, machen wir's. Okay, nichts weiter. Okay, ja, dann mache ich das so. Muss ich erstmal für eine Struktur entscheiden. Nee, falsch. Fettfinger. Das war ein Fettfinger. So, und jetzt noch nicht die... Nicht das treffen! Zu früh. Okay, machen wir Schicht. War ja gerade nicht noch so ein großer Ludatsch? Okay, das kann ja nur eine Aussichtsplattform sein, um mir zu zeigen, dass unter mir was ist. Weil hier kein Thronplatz ist. Wow, 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 wow. Damit haben wir aber nicht gerechnet hier. Okay, 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 okay. Ist immer lustig, wenn dein Augenwinkel auf einmal Gegner auftauchen. Vielleicht noch mit einer blauen Schildleiste und extra Armor. Hier ist nix. Okay. Jetzt da noch weiter. Die Tür wird zu sein. Werde ich wahrscheinlich nur von der anderen Seite rauskommen. Ja, kein Schalter in der Nähe. Ah, ich höre schon wieder Gegner. Die Gegner sind krass, die regenerieren Schild, während ich sie angreife.
Wenn du da auch noch eine Sekunde zu früh ablässt von dem Gegner, regeneriert das Schild komplett. Innerhalb von einer Sekunde oder zwei. Hallöle. Oh, oh. Ja. Unlimited Power. Oh, Prisma. Was haben wir? Status Crit Mod Chance. Oh. Und Wirktempo 3. Holy shit. Also Status-Effekt habe ich nur genommen, weil es in dem Moment nichts anderes gab und ich Status-Builds mag. Allerdings wird das für mein Prisma jetzt nicht gut sein. Ich nehme Wirktempo. Ich will versuchen, ob ich den Blitzschaden von der Chaosform bis ins Unendliche steigern kann. Oh, shit! Okay. Okay, da komme ich auch nur raus. Kann ich auch nicht rein. Guck ich mal, wo von hier aus die Brücke war. Genau da. Da kann ich runter. Oh. Da sieht's aus, als ob da nichts ist. Aber irgendwann werde ich da auf jeden Fall hinfliegen. Aber jetzt nicht. Jetzt schließen wir erstmal den Kreis. Ja, genau. Rest Nanoroboter. Also wie gesagt, die Steuerung fühlt sich immer noch nicht so an, wie ich dachte, dass sie sich früher angefühlt hat. Diese typische Shooter-Steuerung, es fügt sich hier viel... Moment. Viel verschwommener. Viel... Naja, ihr wisst, was ich meine. Ist das der Platz, wo ich schon war? Nee. Okay, nein. Nein, 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 nein. Okay, da ist also ein extra separater Raum. Den machen wir zuerst, würde ich sagen. Also hoch, da auch hoch. Und noch ein Dungeon. Alter. Ey, es wird echt hart, Überblick über die Map zu behalten, ne? Okay. Gucken wir, ob wir einen Speicherpunkt bekommen. Nur mal gucken, nur mal gucken. Das Problem ist halt, bei den Dungeons weißt du nie, ob sie einen Ausgang haben oder eine Sackgasse sind. Bei Sackgassen ist das alles nicht das Problem. Aber hier... Scheiß drauf, wir gehen durch. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Immer zurückzuweichen, um was Neues, aber... Ich glaube, es ist die Tagesform. Die immer sagt, was ich mag. Und was nicht. Achso, Stoßdämpfer ist schon bereit. Okay. Guck mal hier. Eine Abzweigung übersehen. Ich könnte sogar jetzt überlegen, eine andere Waffe zu nehmen. Ich habe Elementarschaden. Und eine Waffe, die von Grund auf Elementarschaden macht und ziemlich gut ist für diesen Bereich, ist Aphelium. Oder die Funkenfeuerschrotflinte. Obwohl, die macht ja, das Primärfeuer macht keinen Elementarschaden, ne? Nur die Mod. Aber hier mache ich Brennen. Was könnte ich denn noch nehmen? Sporenwerfer ist noch ziemlich stark. Verdorbene Aphelium. Eine Laserschrotflinte. Einfach nur aus Spaß.
Komm, ich habe die auf plus 10. Wieso nicht? Wir können verschiedene Nahkampfwaffen mal nutzen. Also Close Combat Range Waffen meine ich. Wenn wir in so einem Bereich schon mal sind. Aber die Mod wird mich killen. Wir werden es bald erleben. In den engen Raum. Was war denn jetzt der Unterschied zwischen Crit-Chance und... Sorry, Leute, aber es ist eine Weile her. Die hat 10 Crit-Chance, die hat 5. Da ich nicht auf Crit-Schaden spiele, super. So. Wieso habe ich denn die Kiste nicht? Ah, versteckt. Scheiß Kiste. So, aber jetzt geht's los. Nixer. Ja, sie macht halt leider keinen Elementarschaden. Das ist halt der Nachteil. Das heißt, du machst leider keinen Sinn von meinem Bild. Da die wenigsten Elemente... Ja, dann nehme ich dich. Mach's ebenfalls. Warte, ich komme. Gleich. Du bist dabei. Da ist er, Elementarschaden. Oh, ne. Ist nicht dein Ernst. Wo kommst du denn her? Oh, FPS. Warte. Ah, da hat der Blitzschlag alles geregelt. Super. Darf ich jetzt meine Schrotflinte? So. Der Vorteil der Schrotflinte ist nämlich, sie macht von Grund auf Elementarschaden, was für meinen gut ist. Und was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann da einfach noch Blitz drauflegen, den ich sowieso pimpe. Dann gebe ich dir noch den Harmonisierer, um Nebula aufzuladen. Und ruckzuck sehen die alt aus. Werdet ihr gleich sehen. Ah, ich bräuchte Leben. Ich glaube, ich habe genug, um ein Relikt zu verwenden. Ist ein bisschen Dead Space, ne? Oh Gott! Ah! Ja, Status-Explosion bin ich ausgewichen. Der nicht. So, mal. Einfach so von hinten. Das ist der Spaß an den Dungeons. Andere Herangehensweise als mit Nahkampfwaffen. Der Albtraum. Nee, ich spiele jetzt Albtraum, ne? Was war denn der schwierigste? Es gibt ja noch einen schwierigeren Grad. Ein Schwierigkeitsgrad, den du spielen kannst. Aber ich glaube, da haben die meisten gesagt, ohne Verteidigung und ohne die beste Rüstung, also die Rüstung, von der ich auch den Helm trage, kommst du nicht gerade weit. Oh oh. Ich sollte meine Mods einfach nutzen, ey. Ah! Ist das etwa jetzt die andere Seite von der formlosen... Ja, ich glaube schon. Feuerblitz! Stellt euch die Shotgun vor wie eine Dragon Breath Shotgun aus Warzone oder sonst wo. Mit Taser-Munition. Endlich auf der anderen Seite. Es hat ein ganzes DLC gebraucht, um hier hinkommen zu können.
Oder ich habe das Event vorher nicht. Okay. Nebula, Feuerwerk. Verdammt. Na. So. Okay, Stoßdämpfer muss ich häufiger nutzen, um generell Munition zu sparen. Wenn es nämlich mal echt eng wird, wünschst du dir jede Munition. Ah, okay, du bist es. Oh oh. Hab ich Glück, dass die Welle den Gegner zurückschleudert. Ich muss. What? Wer macht hier Stress? Autsch! Kacke! So, warum macht man das nicht immer, fragt man sich, weil man nie weiß, was kommt. So wie jetzt. Und immer nach hinten gucken. Man weiß nie, was da ist. So, und merken, in der Archon-Form nicht versuchen, Kanten über Abgründen runterzuspringen. Geht schlecht aus. Ich dachte, der slidet da elegant mit seinem Dash drüber. Weil das geht. Aber in der Archon-Form macht er das nicht. Dieses Layout kennen wir auch schon. Aber ihr könnt ja sicher sein, wenn Leute sagen, prozentual generierte Maps, heißt es immer segmentweise. Segment bedeutet meistens Raum oder Abschnitt. Nö, ich hab noch voll. Kann ich nichts machen. Da komme ich nicht rein, da komme ich nur raus. Okay. Guck ich mal, ob es einen Schalter gibt. Wenn nicht, nehme ich den Fahrstuhl da. Okay. Dann nehme ich doch diesen Fahrstuhl, der offensichtlich nach unten führt. So, immer schön die Maus drehen, falls irgendwo ein Loch in der Wand ist. Immer schön nochmal draufsteigen und gucken, ob was drunter ist. Aber in den meisten Fällen ist es einfach nicht so. Ah. Da komme ich also gar nicht rein. Ah, Fettfinger. Weil die auf der Schultertaste von der Maus liegt. Also nicht Schultertasten, wisst ihr, was ich meine. Diese extra an der Seite. Ich habe nichts gemacht. Lebendes Individuum anwesend. Stimmt, ich habe ja einen Wallhack. Okay, nichts los. Stoßdämpfer. Einmal. Hier zu sein erfüllt mich bald. Das giftige Gas hier ist tödlich, wenn man ihn zu lange ist. Und aufgeladen. Eine falsche Bewegung und das Gas wird freigesetzt. Dann verwandelt sich das hier in eine Gruft. Ich muss aufpassen.
Trotzdem, die Gefahr macht es zu einem gespenstisch friedlichen Ort. So dachte ich zumindest, als ich hier für Wartungsarbeiten eingeteilt wurde. Er zeigt mir rot an. Da darf ich nicht drauf schießen. Aber ihr wisst, was ich machen will. Es hat mich sehr verärgert, bis mir eine Erkenntnis kam. Weil dahinter geht's weiter. Diese Bürde gibt mir reichlich Gelegenheit, allein zu sein, um Dinge zu denken, die ich nicht denken soll. Ich frage mich, ob wir dieses Schiff hier verlassen werden. Wissen die Astrobaten wirklich, weiß es doch auch nicht. Gibt es anderes Leben da draußen? Oder ist es nur Wunschdenken, dass wir uns zu lange geklammert haben? Was ist mein eigener Zweck? Unabhängig von den Dresieren, habe ich einen. Wer ist der Schöpfer? Wo ist der Schöpfer? Das sind die Dinge, die ich mich hier draußen frage. Ich vermute nicht, dass ich hier die Antwort. Großartig, das wird gemacht. Hey, es hat nichts mit Verfluchung zu tun. Gegner? Nichts mit Verfluchung. Jetzt muss ich noch wieder den Ring finden. Ne, das war der mit Schild. Sah aber so ähnlich aus. Bist du es gewesen? Ja. Favorit und rein. Ich hatte den Verfluchungsring an und es hat nichts gemacht. Wir müssen einfach nur schnell durchs Gas. Das ist der ganze Trick. Und anscheinend breitet sich das Zeug. Das Zeug breitet sich schnell aus. Mal gucken, wie weit. Ah, durch hier. Ah, hier hoch. Ich dachte, das war dasselbe Gas wie in Erut. Wenn du zu weit ans Randgebiet gegangen bist. Ich dachte, dafür war der verfluchte Ring da. Shit, es kommt immer mehr hier. Okay. Okay. Ist nicht das Gas, was für mich umgibt, es ist der Status, den ich habe, dieses visuelle. Das ist aber auch Gas. Ja. Alright. Nach oben. Kann ich wieder nicht unter den Fahrstuhl gucken? Naja, dann ist es so. Okay, okay, okay. Ja, kommt raus. Haut euch nicht, hä? Oh, zwei Wege, zwei Gasstationen. Map. Du hast Leitern und du auch. Mit beiden komme ich nach oben. Aber die Leitern hatte ich schon. What? Ah, ich könnte von den Leitern dann vielleicht hier drauf springen. Jetzt gehe ich erst nach rechts. Das hat funktioniert. Super. Komm her. Oh, oh, Gas. Ja, ich wusste es doch. Rex, Gas, hau ab, Mann. Warum? So, jetzt zeige ich euch, wie man hier lang kommt, wenn es denn jetzt funktioniert.
So funktioniert es schon mal nicht. Okay. So, die Kiste haben wir schon. Jetzt geht's los. Damit. Damit. Und damit. Easy. Na, kreist noch einer oder war es das? So, und eigentlich, glaube ich, wären wir halt von der anderen Seite dann hier oben runtergefallen. Aber ihr seht, mit Bewegungstempo, das ne, Wiederaufstehen habe ich leider versaut. Hätte ich mir als Reserve aufgehoben. Und Ausrüstung einfach die größte Leidenszustände. Startausrüstung. Hier, dass ich hier am meisten drauf bekomme. Ne? 7. Das sind die beiden besten hier. Und damit habe ich dann auch noch das Gleichgewicht im gelben Bereich und den Zylinder. Und hier noch das Bewegungstempo für Ausrüstungsklasse, also Gewicht. Und dann hier nochmal Bewegungstempo nach Betreten des Wassers. Oder. So. Jetzt habe ich es geschafft und bin hier durch. Beim ersten Mal, als ich hier lang bin, habe ich es nämlich nicht aufgenommen. Deswegen musste ich nochmal zurück, mich sterben lassen und nochmal durch den Quatsch. Also ich mache hier, ne, ich leide für euch. Auf eine gewisse Art und Weise gerne, aber in dem Gebiet hier nicht so gerne, weil das mit dem Gas schon nervig ist. Aber eigentlich war die Intention von den Entwicklern, dass du den anderen Weg gehst. Hier runter in dieses Gebiet. Aber da spielen wir erstmal das Ding weiter. Jetzt geht's los. Diesen Bild. Holt er für den Kampf? Wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht. Zumindest nicht mit dem Bewegungstempo der Fähigkeit. Oh, okay. So, hier ist nichts. Nichts zu aktivieren? Nein. Bei dir? Nee, da kommt einfach nur Dampf. Okay. Okay. Dann habe ich hier irgendwas vermehrt und versaut. Ah ja, das hier. Einfach nicht gesehen. Hier rüber? Nein, nein, nein. Okay, dann geht's weiter. Ah, das Gas kommt. Das Gas kommt. Und ich bin zu langsam. Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wie soll ich denn von da irgendwo hinkommen? Es geht los. Okay, dann geht's los. Dann geht's los. Okay, es geht los. Nee, nicht sterben. Ich hab's so weit geschafft jetzt. Gott, ist das Stress, nervig. Das ist so lästig. Bitte, kommst du mir. Britze, aua. Ich muss mir aufpassen, ey. Und jetzt wieder dasselbe Spektakel. Erstmal heilen. Mein Bewegungstempo warten. Da
ist es. Und los geht's. Was? Ich komme da nicht hoch? Ah, hier lang, ja. Ne, da, dann... Du spawnst... du fällst in das Gebiet. Dann ist ein Gegner da. So. Dann kommt das Gas, was dir die Sicht raubt. Du konzentrierst dich auf den Gegner. Und natürlich hast du, nachdem du den Gegner dann besiegt hast, die Umgebung überhaupt nicht wahrgenommen. Und versuchst dich dann, hier durchzuretten. Mist. Ja, Mist. Für dich. Nee, 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 nee. So, Nebula ist toll. Sehr gut. Puh, hoffentlich ist das der Ausgang. Es scheint so. Lass das Gas abkommen. Ich finde es schade, dass sie pro DLC zwar neue Karten einfügen, aber das Maximallevel nicht steigt. Wieso könnt ihr das Balancing zwischen meinen Eigenschaften nicht verbessern? Hassbohnung, oh, ah, okay. Verlangsamungsbilds. Also ich würde gerne mehr Sachen versuchen, in mein Bild zu integrieren, aber du hast halt einen Level-Gap.